Ich wünsche mir natürlich sehr, dass durch diesen Forschungsgipfel eine neue Basis geschaffen wird, Innovation in den Mittelpunkt zu stellen und gegen Innovationsskepsis entsprechend vorzugehen. Ich bin bei Bayer verantwortlich für die Innovation im Gesundheitswesen, wofür wir massive Investitionen leisten. Und entscheidend ist für uns, dass gut definierte Innovationen als solche anerkannt werden. Und die Anerkennung ist am Schluss natürlich eine klare Vermarktung dieser Innovationen. Ich denke, dass die Verzahnung zwischen zum Beispiel akademischer Wissenschaft und wirtschaftlicher Wissenschaft immer besser wird und am Ende sehr wohl meistens von Individuen mehr abhängt als von sonstigen Rahmenbedingungen. Ich glaube, hier ist sehr, sehr viel gemacht worden. Ich glaube, die Politik muss sich ernsthafter einschalten bei der Frage der Langfristigkeit und der tatsächlichen Nachhaltigkeit, was getan werden muss, um Innovation langfristig und nachhaltig zu unterstützen. Ich denke, dass wir eben sehr sorgfältig genau erkennen müssen, was passiert von innen und von außen auf die deutsche Innovationskultur und wie müssen wir entsprechend reagieren. Wir dürfen einfach nicht außer Acht lassen, wie in Asien eine Innovationskultur am Explodieren ist, im positiven Sinne, wie Investitionen unbekannter Höhe getätigt werden und eine Wissenschaftlichkeit und Innovationskraft entsteht, die wir offensichtlich überhaupt nicht richtig ernst nehmen, weil wir zu sehr nach innen uns fokussieren. Und von innen scheinen wir uns zu sehr daran gewöhnt zu haben, dass wir nun über viele Jahre erfolgreich waren und glauben nicht jetzt notwendigerweise den nächsten Schritt unternehmen zu müssen. Speziell in dem Kontext der personalisierten Medizin sehe ich natürlich in Deutschland ein massives Hindernis in der Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen müssen. Hier müssen wir dringend und schnell nachstellen. Hier müssen wir dringend und schnell die Möglichkeit schaffen, Daten zu verstehen. Was sind Signalwege, die bei Patienten wesentlich sind für Erkrankungen? Wie können wir gezielter eingreifen im Sinne der Patienten? Und hier müssen wir einen Weg gehen, den übrigens andere Länder uns sehr, sehr schön vorleben, aber wir noch nicht in der Lage sind, dieses Thema wirklich nüchtern, datengetrieben anzugehen.